Sie sagen, dass sie kommen, um den Planeten zu retten. Das sind alles sehr seltsame Vorstellungen, wenn man versucht, Wissenschaftler zu sein. Das ist der Grund, warum die Ausbildung der jungen Leute sehr politisch. Welche politischen Gruppen haben aus Ihrer Sicht das größte Interesse daran, den wissenschaftlichen Diskurs zu unterdrücken, so wie Sie es gerade beschrieben haben? Es gibt Gruppen, die den wissenschaftlichen Diskurs in Bezug auf den Klimawandel unterdrücken wollen. Welche Gruppen sind das hauptsächlich? Ich glaube ja, in der Tat. Die Wissenschaft, dieser Bereich der Klimawissenschaft, ist total politisiert. Sie ist zu schnell gewachsen und dann hat der Steuerzahler, die Leute sagen gerne Regierung, aber nein, wir finanzieren die Regierung, Steuerzahler, so dass die eigentlich vom Steuerzahler finanzierte Forschung umfangreich wachsen konnte und niemandem Rechenschaft ablegen muss. Diese Leute verhalten sich also im Grunde wie die italienische Mafia, die Gangster. Schnell, wir machen, was wir wollen, sie geben uns einfach das Geld und halten den Mund, richtig? Sie können nicht nach den Daten fragen, sie können nicht einmal prüfen, was sie tun. Es ist also vom ersten Tag an politisiert worden und das liegt im Wesentlichen an der Höhe der verfügbaren Mittel. Sie sind in der Lage, Stellen aufzukaufen wie die renommiertesten, von denen man annehmen würde, dass sie die Wissenschaft unterstützen. Wenn es sich um echte Wissenschaft handelt, wie zum Beispiel die Nationale Akademie der Wissenschaften in der Welt, die deutsche, die amerikanische, die englische, die Royal Society. Aber es ist einfach so, dass viele von uns gute Wissenschaftler in dem Sinne sind, dass wir wirklich an die Wissenschaft glauben. Wir glauben wirklich an die Wissenschaft und Technologie und all diese Dinge, wissen Sie? Die Wissenschaft ist das wunderbarste Geschenk, das wir haben, um den menschlichen Geist von all der Versklavung zu befreien, die wir haben, weil wir gefesselt sind. Wenn wir kein Wissen haben, wenn wir nicht verstehen, werden wir abergläubisch. In Deutschland des 15., 16., 17. Jahrhunderts hat man Leute als Hexen verbrannt, weil man glaubte, dass sie das schlechte Wetter verursachen. Und das ist der Grund, warum die Politisierung sehr tiefgreifend geworden ist. Tiefgreifend in dem Sinne, dass all die Doktoranden, die an das, sagen wir, MIT, Princeton und Harvard kommen, sie werden entsetzt darüber sein, was sie tatsächlich versuchen zu tun. Sie kommen alle, anstatt Klimawissenschaften zu studieren, wie zum Beispiel die Wechselwirkung zwischen UV-Strahlung und Ozon oder ähnliche Dinge, einfache wissenschaftliche Aufgaben, die man lösen kann. Sie sagen, dass sie kommen wollen, um den Planeten zu retten. Das sind alles sehr seltsame Vorstellungen, wenn man versucht, Wissenschaftler zu sein. Deshalb ist es sogar die Ausbildung der jungen Leute sehr politisiert worden.